uns natürlich wieder neue Banausen erwarten werden. Den pullen wir, nämlich sonst kommt hier noch ein zweiter Clash. Oh, der hat auch eine Keule. Ja, jetzt nicht mehr. Und hier kommt der andere hochgesprungen mit einem höllischen Move. Ach, wir schlagen vorbei. So, ausgejumpt. Geht's hier runter, da können wir auch nochmal looten. Giftiges Moos und Lebensstein. Giftiges Moos, das wird uns später noch ein bisschen behilflich sein. Das ist gut, wenn man so viel wie möglich kriegt. Und hier sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Reise. So, da können wir weiterziehen. Ich hau mal noch einen Estus rein, weil hier kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Also hier kommt gleich ein Lagerfeuer, deswegen können wir das Estus ruhig verbraten. Komm, hau auf die Keule und... Oder ich hau dich einfach um. So, gebrastener roter Augapfel, juhu. Wir gehen das Lagerfeuer aktivieren. Und dann versuchen wir einen Skilljump. Dann nehme ich da hin. Er ist ein bisschen tricky. Ein bisschen nervig. Aber sollte gehen. Hier noch ein Shortcut. Die braucht man eigentlich nicht mehr, weil hier das Lagerfeuer ist. Ne? Und unten war ja auch eins, aber egal. Was man hat, das hat man. Ist ja eigentlich auch unnötig, dass ein Shortcut und ein Lagerfeuer direkt nebeneinander sind, hier an dieser Stelle. Aber egal. So, wir müssen gucken, dass wir hier ein bisschen schräg drauf kommen und ein bisschen früher abspringen, weil wir ansonsten drüber rollen und das wollen wir ja natürlich nicht. Oh je. Ja, drüber gerollt. Juhu! Wer hätte das gedacht? Bin aber jetzt auch wirklich zu schräg gekommen. Sehr, sehr zu schräg. Schräg. Schräg, schräger. Mein Daumen ist voll... Muss ich gleich mal mit einer Pinzette ran hier. Da ist nämlich ja voll ein Splitter drin. Nicht so angenehm. Ich mag das nicht. So. Und... nee! Oh! Naja, egal. Einmal müssen wir eh unten langs. Natürlich ist das jetzt blöd, weil wir dann nachher wieder runterfallen. Weil nämlich, wir wollen nämlich hier rein, in diese Höhle. Da gibt es auch noch ein bisschen was. Wo sind sie denn? Diese Giftschmetterlinge. Wo ist denn der andere? Achso, der war da. Stimmt. So. Und die droppen eigentlich immer Giftmoos. Wieder eine Seele eines stolzen Ritters. Und jetzt können wir hier über die Pilze runter. Jetzt können wir natürlich probieren, noch da hinten auf den anderen Pilz. Uah, natürlich drüber gerollt. War ja klar. Und hier... Ach nee, das ist gar kein... kein Beschwörter. Kein roter NPC. Oh! Alter! Aber ein wilder Junge ist es. Der verliert ein geborstener roter Augapfel. Giftiges Moos, das kommt vom Schmetterling. Und was haben wir hier noch? Ich glaube, Rickards Degen. Ja, Rickards Degen ist das noch. Also auch quasi ein Unique-Item. Jetzt nicht so unbedingt besonders. Vor allem spiele ich nicht gerne mit dem Degen. Obwohl ich das im zweiten Teil jetzt auch gar nicht ausprobiert habe, muss ich auch mal gestehen an dieser Stelle. So, da holen wir noch hier große Seele eines namenlosen Soldaten. Und zipp. Ein sehr bequemer Aufzug, liebe Freunde. Wer will da nicht mitfahren? Der hat sie nicht mal alle. So, wo kommen wir raus? Ja,
Ja, eher nochmal ein Geheimgang. Und wir sind hier. Was mich gerade ein bisschen anpisst, weil da sind ja alle Gegner wieder. Ah! Ja, wir kommen ja jetzt gar nicht. Oben langs um Shortcut. Ey, da muss man wirklich diesen ganzen Mistweg hier wieder laufen. Alter, bleib doch mal stehen. Dass ich dich besser töten kann. Voll an den Backen gelatscht. Zack. So, jetzt hier ein Estus. Ah, Heimkehrknochen haben wir unten drin. Da brauchen wir, falls wir vorbeispringen, dann gehe ich nämlich nicht mehr hier den ganzen Weg unten durch. So, dann probieren wir es auf ein neues, denn das Item ist gar nicht mal verkehrt. Weil er dadurch einen anderen Ad annehmen könnt. Das zeige ich euch dann natürlich auch. Dieses Item kriegt er eigentlich auch viel leichter. Das ist nämlich das Zeichen der Dreuer, das verrate ich an dieser Stelle schon mal. Nein! Na ja, gut, so kann man es natürlich auch machen. Ist er nicht gesprungen, ist er gerollt. Nicht lang genug gelaufen. Ja, egal. Müssen bald eine Menschlichkeit zünden, leider hier. Yeah, yeah, yeah. Haben wir mal wenigstens wieder ein bisschen was im Kasten. Ich werde auch keine 15-Minuten-Folgen hier immer machen, weil ich momentan jetzt zuerst mal ein bisschen aufholen will. Deswegen werden sie ein bisschen kürzer. 10 bis 12 Minuten, sage ich mal. Gerade in dieser Anfangsphase, weil ich gar keine Videos momentan mehr habe. Und deswegen jetzt ein bisschen aufholen muss. Und ja auch nicht nur Dark Souls 2 hier den LP-Rekorden, sondern auch... Ach! Fuck you! Sondern auch den Item Guide. Und dann auch noch andere Let's Plays und viele Specials machen muss. Deswegen werde ich die Folgen wohl ein bisschen kürzer halten momentan. Jetzt aber, hm? Jawohl, da haben wir es doch. Und ein Pharos ist da auch noch dabei. Das wusste ich gar nicht mehr. Okay. Das sage ich doch mal. Haben wir... Ja, Sieger Pharos. Ja! Ja, zum letzten Leuchtfeuer zurückkehren. Bitteschön. So, dann sitzen wir uns mal gerade noch ans Lagerfeuer hier. Dann würde ich sagen, ich probiere es jetzt noch bis zum nächsten Leuchtfeuer. Und dann werden wir hier einen Cut machen, mal auch an dieser Stelle, dass ich noch die Videos bearbeiten kann, weil das muss ich auch noch machen. Ansonsten gibt es nichts zu gucken. Bam! Bam! Alter! Boah, komm, hör auf! Hör doch auf! Ey, das ist doch nicht dein Ernst! Unglaublich! So, große Seele eines verlorenen Untoten. Die haben wir uns auch gesaved. So, jetzt kommen... Ja, so ekelhafte Drecksgegner. Diese hier. Die sind eigentlich schon ziemlich widerlich. Ey, der sieht uns gar nicht. Was ist denn los mit dir? Gut, diese Attacke ist natürlich Gold wert, weil dann kann man den schön bearbeiten danach.